Als ich vor Jahren das erste Mal in der Werkstatt von Carsten Kobs, damals noch am Poelter Elbdeich, saß, war ich von dem Instrument, das ich dort probieren konnte, auf Anhieb total fasziniert. Mich beeindruckte die enorme Klangfülle im Bass, aber auch im Diskant, die große klangliche Flexibilität. Ich war auch sehr beeindruckt von der erstklassigen Verarbeitung, von der leichten und angenehmen Spielbarkeit. Insbesondere aber von der auffälligen und ungewöhnlichen Transparenz im Klang. Meine Frau drückt das immer gern mit den Worten aus: Es ist, als würde man die Töne auf einem silbernen Tablett serviert bekommen. Du bist mein kleiner Bewohner. Mit dir lebe ich Tür an Tür. Du winziges Menschlein ohne Geschlecht. Manchmal stelle ich mir vor, du seist eine Frau. Manchmal ein Mann. Und ich liebe dich und habe dich noch nicht gesehen. Und kenne dich, ohne dich zu kennen. Ich ernähre dich und warte nur auf den Tag, an dem wir uns treffen. Als ich einige Monate später dann endlich mein eigenes neues Instrument in die Hand nehmen konnte, war ich sofort überglücklich. Denn der Eindruck, den ich zuvor in der Werkstatt gewonnen hatte, bestätigte sich nicht nur, sondern meine Erwartungen wurden noch einmal weit übertroffen. Ich habe das Instrument dann folgerichtig sofort zu meinem Hauptinstrument gemacht und habe viele Konzerte darauf seither gespielt, sowohl solistisch als auch insbesondere kammermusikalisch, mit Violine, mit Gesang, mit Klarinette im Gitarrenduo. Und ich glaube sagen zu dürfen, dass meine Kammermusikpartnerinnen und Partner das Instrument mindestens genauso zu schätzen wissen wie ich selbst. Die Sängerin Sabra Lopez hat das einmal sehr schön, sehr spontan und sehr einfach, aber doch sehr zutreffend auf den Punkt gebracht, als sie sagte: Die kann aber was. Ich habe dann einige Zeit später noch ein zweites Instrument bei Carsten Kobs bestellt, allerdings nicht für mich persönlich, sondern für die Universität der Künste in Berlin im Rahmen meiner Berufung als Gitarrenprofessor an die UdK. Und meine Studierenden, die die Möglichkeit und die Gelegenheit hatten, auf diesem Instrument zu spielen, waren ebenfalls alle total begeistert.
Ich mag auch den Menschen Carsten Koops. Und das ist mir sehr wichtig. Ich würde ungern auf einem Instrument spielen, ohne zu dessen Hersteller auch einen persönlichen Draht, eine persönliche Beziehung zu haben. Das ist vielleicht etwas schrullig, aber ich kann nicht anders. Und so schätze ich eben nicht nur Carstens handwerkliche Professionalität, seine innovative Fachkompetenz, sondern eben auch seine uneitle, freundliche Art. Ich bin einfach gerne mit ihm befreundet. Natürlich habe ich über all die Jahre mit großem Interesse beobachtet, was Carsten Neues ausprobiert und Neues baut. Und ich muss sagen, er baut heute besser als jemals zuvor. Für mich ist Carsten Koops ohne jeden Zweifel einer der begabtesten und vielversprechendsten Gitarrenbauer der jüngeren Generation. Musik.